Der Trierer Stadtrat hat den vorläufigen Entwurf eines Lärmaktionsplans beschlossen. Auf dieser Basis können alle Bürger Vorschläge machen, wie die Lärmbelastung der Anlieger durch den Verkehr zu verringern ist. Vom Freibad Nord aus entlang der Zur Mainer Straße schlagen die Planer eine Lärmschutzwand vor. Auch die Häuserblöcke zwischen Wilhelm-Leuschner Straße und Zur Mainer Straße sollen gegen den Verkehrslärm abgeschirmt werden. Am Pacelli-Ufer nördlich der Konrad-Adenauer-Brücke sind ebenfalls Schutzwände vorgesehen. Dadurch würden die Freiflächen zwischen den Häusern auf der Steinrausch besser von der vielbefahrenen Bundesstraße getrennt. Zu den Schwerpunkten des Aktionsplans zählen neue Tempolimits. So könnte in der Paulinstraße bald nur noch Tempo 30 erlaubt sein. Von der erhöhten Sicherheit würden auch die Fußgänger profitieren. Allerdings müsste der Landesbetrieb Mobilität einer solchen Geschwindigkeitsbeschränkung erst zustimmen.